An der Rothenburger Jakob-Grimm-Schule bewegt sich was, und zwar ganz wörtlich. Zum dritten Mal präsentierten Schüler bei der Veranstaltung JGS bewegt, was an der Schule alles im Sportunterricht und in AGs geschieht und was für außergewöhnliche Talente die Schule vorzuweisen hat. Zu den Darbietern gehörten zum Beispiel die Kinder der Sportklasse, der AG Tanzen und Turnen oder der Zirkus AG. JGS bewegt fand zum dritten Mal statt. Lehrer Andreas Grun initiierte diesen besonderen Sport- und Showtag vor 4 Jahren. Ja, also uns ist vom Sportbereich ganz, ganz wichtig, dass wenn etwas Gestalterisches im Sportunterricht eingeprobt wird, auch so eine Show da ist, wo die Schüler sich präsentieren können. Ein Höhepunkt war die Vorstellung dreier Kunstradfahrerinnen, darunter auch Hannah Out aus dem Jahrgang 12, die bei den Junioren Europa-Vizemeisterin wurde. Eine schwungvolle Lehrerband unterhielt das Publikum in den Pausen.